So, meine lieben Freunde, willkommen zu Folge 4. Heute werden wir Schwefel besorgen. In den letzten zwei, drei Folgen nur rumgedödelt, nichts geschafft, also weniger als so schon. Und jetzt ist der Moment. Heute besorgen wir Schwefel. Weiß zwar noch nicht von wo, aber wir besorgen heute Schwefel. Die Folge wird so lange gehen, bis wir Schwefel haben. So, wir haben ja letztes Mal hier schon ein bisschen geguckt. Jetzt werden wir mal hier so das uns ein bisschen angucken. Noch ein bisschen vom Raumschiff entfernt bleiben, wenn es geht. Wir brauchen Höhlenschwefel, heißt das Zeug. Ich gehe davon aus, dass der Bums in der Höhle ist. Sieht doch schon mal ganz okay aus. Ja, was bist du denn, Alter? Ist der rausgekommen? Hühnschwefel! Ja, und wir brauchen aber Wasser jetzt wieder. Scheiße. Höhlenschwefel. Ja, nice, ey. Super, dann runter. Brauchen davon wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Den gucken wir mal, ob wir gleich noch einen finden. Oh, geil. Also muss ich diese explodierenden Viecher suchen. Okay. So, wir haben einmal Höhlenschwefel. Einmal Höhlenschwefel reicht uns aber noch nicht. Dann nochmal hoch. Wo war denn der große Eingang, den wir gerade da gefunden hatten? War jetzt aber hier Abfahrt. Von dem Ding hier. Ach da. Als ob wir nichts mehr finden. Okay, wir haben schon mal einen Höhlenschwefel. Das heißt, wir schwimmen jetzt zurück zu unserer Base. Werden dann das Reparateur-Ding da bauen. Machen dann unsere Basis fertig. Oh, dann haben wir nach Folge 4 endlich mal die ersten wichtigen Sachen gemacht. Perfekt. Nice. Kommen wir jetzt endlich mal ein bisschen voran hier in dem Bums. Reparaturwerkzeug. Da. Yes.
Endlich, endlich. Hat ja auch überhaupt nicht lange gedauert. Wie kriege ich den Scheiß da jetzt in mein Inventar? Können wir endlich unsere Base reparieren? Perfekt. Genau, hau mal den Rauch hier so langsam raus. Perfekt, alles repariert. War easy. Das ist okay. Okay, das finde ich gut. Da ist. Rettungskraft werden zu ihrer Position geschickt. 9999. Nach Notfallübertragungen. Rettungskapseln. Jetzt habe ich hier alles fertig gebaut. Das ist ein Auftriebsding, das ist eine Taschenlampe. Taschenlampe. Lass uns mal einen Kabelsatz bauen. Und hier eine Kupferrolle. Mega. Wasserdichte Behälter, okay. Als nächstes sollten wir uns eine Taschenlampe bauen. Da brauchen wir eine Batterie und Glas. Da brauchen wir die beiden Sachen. Das haben wir. Ach nee, warte mal, Essen wollte ich nicht rüberschmeißen. So, haben wir das und Kupfer? Nee, es ist Gold. Okay. Dann brauchen wir jetzt Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Wir brauchen Kupfer. Dein Ernst, Alter, wirklich. Und dann lacht er auch noch so dreckig. Er lacht auch noch so dreckig, ne? Oh, könnte ich da ausrasten. Ohne Scheiß, Mann. Er lacht so richtig dreckig. Regt mich das auf, Alter, ohne Scheiß. Junge, 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 Junge. Für solche Spiele bin ich ja gemacht, sag ich euch. Ja. Baupläne, Strahlenschutzanzug, okay. Heißt jetzt im Klartext, der hat hier in der Umgebung einfach alles verseucht. Aber nicht so geil. Nur so am Rande bemerkt, das ist echt nicht so geil. Kollege, ich lebe hier. Ich weiß noch nicht mal, wie ich die Dinger für die. In der Nase. Fuck, die kribbelt. Uiuiui. Ach, die Dinger brauchen wir dafür. Okay.
Ja gut, dann holen wir die doch gerade. Ach, wir haben keinen Platz im Inventar, ne? Schwimmendes Gerät, das Luft in Leitungen pumpt, dient als Startpunkt für ein Leitungssystem. Okay. Ich dachte, ich könnte die schwimmende Luftpumpe. Jetzt fehlt noch Glas. Unser nächstes Gadget. Taschenlampe, Schwefel. Alter, Folge 4 hat alles. Folge 4 hat einfach alles. Runter hier. Folge 4 hat einfach alles. Messer. Andere Sachen. Ja, guck mal, ich brauch dann. Ich muss nur. Hab ich? Ja, hab ich. Können wir jetzt nämlich Schutzsachen machen? Mit Heal und allem. Einer fehlt noch. 4-4, kriegen wir hin. Perfekt. Ab runter. Und abfahren. Mich würde echt mal interessieren, ob die nachwachsen oder nicht. M2. Ne, die sind dann tatsächlich weg. Damit zerstören wir den Lebensraum dieser komischen, dreckigen Krokodilhaie. Haikrokodile. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Dann zack, zack. Perfekt. Die Werkzeuge hier. Schutzstrahlenanzug. Jo, perfekt, gleich schon angelegt, ne? Mit Blei ausgekleideter Strahlenanzug. Blei gefütterter Anzug, der vor Strahlen schützt. Ja, perfekte Reno. Der mich aber irgendwie nicht länger unter Wasser lässt. Ups. Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen, spontan. Folge 4. Wir haben das Raumschiff repariert. Wir haben eine Explosion gesehen. Wir haben einen Strahlenschutzanzug erstellt. Und wir haben das Video beendet. Mega, was wollen wir mehr? Das alles in 14 Minuten. Krass. Müsst ihr euch die ersten drei Teile nicht angucken. Guckt einfach nur den hier an. Reicht. Jo, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen sehr schönen Tag. Wenn ihr irgendwelche Fragen bezüglich des Spiels habt, irgendwelche Anmerkungen des Spiels habt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde sie gepflegt überlesen, weil ich weder Ahnung von dem Spiel hat, wie man jetzt 4 Folgen unschwer erkennen konnte, auf eure Fragen eingehen werde. Nein, Quatsch, auf eure Fragen werde ich eingehen, aber ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Und das macht es gerade so witzig für mich auch, weil ich mich immer so mega aufrege. Deswegen sage ich, ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag, ich wünsche euch noch viel Spaß und wir sehen uns die Tage. Cheerio!